Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir zum Spiel Kün. Das müsste mittlerweile die 46. Folge sein, falls ich mich nicht irre. Und wir befinden uns wieder in unserer Heimat, nämlich Winborg. Oh, okay. Toril spricht uns an. Alrik, Arotis Held, du hast die Roten in die Flucht geschlagen. Ach so, oder ich habe aus Versehen auf ihn geklickt. Egal. Genau, sprechen wir nochmal mit Yalnoma. Ein großer Sieg, meine Magni. Ihr habt den Arturi unzählige Leben gerettet. Aber es fehlen immer noch so viele, Yalnoma. Aber mit jedem neuen Magni, den wir finden, kämpfen mehr Krieger für Winborg. Wir werden alles tun, um die Menschen hier zu schützen. Ah, Fragezeichen. Das heißt, wir bekommen eine neue Quest. Alrik, euer Sieg in Arturi hat uns etwas Zeit verschafft. Vielleicht finden wir endlich heraus, was die Aeshir mit den heiligen Tris wollen. Der Einsiedler meint, dass es im Norden, in Agrab, mehr über die Macht der Tris zu erfahren gibt. Könnt ihr die Reise unternehmen? Das ist Wahnsinn. Muss ich es nochmal sagen? Yalnoma, wir brauchen unsere Magni-Krieger hier. Gisur, wir müssen eine Möglichkeit finden, diesen Krieg zu beenden. Die Aeshir können nicht sprechen, also gibt es keine Verhandlungen. Die Tri-Steine sind unser einziger Anhaltspunkt. Yalnoma hat recht. Wenn wir mehr über die Tris erfahren, können wir die Aeshir vielleicht aufhalten. Alrik, du bist nicht mehr das kleine Kind in meinem Haus. Du bist jetzt ein Magni-Krieger. Du sollst nur wissen, dass deine Entscheidung alle hier in Winborg betreffen. Wenn Yalnoma falsch liegt, bringt sie uns alle in Gefahr. Die Tür zur Hölle? Eieiei. Okay, Leute, das verspricht ja ein heikler Tanz zu werden. Wenn sich die Quest schon so nennt, ja. Na gut. Bringen wir erstmal die Chroniker zu den Mönchen, die wir doch bei dem Rätsel da gefunden haben, ne? Eieiei. Ich hoffe mal, das lohnt sich. Also, das Rätsel war ja nicht zu knapp. So, aber ich werde vorher speichern. Das ist hier die andere Taste. Nicht zu verwechseln mit anderen Spielen. Third Light Rain zum Beispiel. So, aber diesmal nehme ich den rechten Mönch. Mein Dank, das habe ich gebraucht. Was immer der mit der Chroniker macht. Wer weiß, was da drin steht, ne? Also. Ein Schelm, der jetzt Böses denkt. Na, hier seht ihr auch den Tri, den einen, ne? So. Ah, ich wollte euch ja noch ein paar kleine Details hier im Dorf zeigen. Ganz lustig. Bevor ich meine Recken wieder ausrüsten werde und aufsteigen werde und so weiter. Na, das können wir ja nur hier machen, in unserem Dorf. Woanders geht das leider nicht. Deswegen, ja, nimmt das hier auch mal so ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber das werde ich natürlich wie immer für euch herausschneiden. Klingt jetzt böse. Ach, hier. Genau, hier ist so ein Zuber, ne? Und da schwimmen Entchen, Quietsche-Entchen, ne? Also zumindest sieht es so aus. Ich kann leider nicht ranzoomen. Hier in dem Dorf geht das leider nicht. Und da ist der gute Bram mit seinem geliebten Schaf. Halt still, Schaf! Ah, das muss unsere ganzen Waffen tragen. Sind mittlerweile ja nicht mehr allzu wenige. Hat sich einiges angesammelt. So, und dann wollte ich noch mit der guten Kira sprechen. Vielleicht schließt sie sich uns ja endlich richtig an. Nicht nur als so ein Sidekick. Oder wir treffen noch jemanden unterwegs. Das kann natürlich auch jederzeit so sein. Ne? Also, keine Ahnung, das Spiel ist ja sehr linear. Und sehr storyabhängig, wen wir denn hier treffen. Ah, die trainiert mit dem Sven, den wir doch in unserer letzten Quest getroffen haben. Sprechen wir mit Kira. Ich bin bereit für meine neue Rüstung. Bald kann ich Winborg mit euch gemeinsam verteilen. Ach so, die steht uns vielleicht denn beim Endkampf. Oh, Kiras Übung, Moment. Da ist jetzt wieder eine Quest aufgetaucht. Cool. Ich
Ich mag dich wirklich sehr, Kira. Da bahnt sich was an. Ich mag dich auch sehr. Ist doch niedlich, eine Liebesgeschichte. Ach, wie herzergreifend. Was ist denn da? Ein Zettel dran? Sehr cool. Soll wohl einen roten Eschir darstellen. Ja, sind so ganz nette Details so am Rande, ne, die man sonst gar nicht so wahrnimmt, wenn man hier einfach so durchhuscht. Ah, hier ist Nikolas und Odin, die unterhalten sich gerade. Odin, bist du sicher? Wenn eure Familie am Leben ist, finde ich sie. Bei den Tri, ich kann dir nicht genug danken. Ihr habt mir das Leben gerettet, Hauptmann. Ach so, das war der, den wir da rausgeholt haben. Ich werde alles tun, um Iris zu retten. Also den wir aus Atori befreit haben, ne? Sammel Gold haben wir gemacht, sammel Silber haben wir auch gemacht. Bringt Kira das Material. Ach so, jetzt müssen wir ihr das nur geben. Dann schließt sie sich uns an vielleicht. Ja, ja, cool. Haben wir noch einen Mitstreiter. Meine eigene Rüstung, danke. Jetzt kann ich kämpfen und Windmog beschützen. Ja, die bleibt schon mal hier. Aber haben wir nebenbei noch eine Quest gemacht. Cool. Erkundet den Krater. Ah ja, das ist unsere nächste Quest. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich dann ausgerüstet habe und bereit bin für den Aufbruch zu dem Krater, zu dem besagten. Ne? Also dann, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht nach Agrab. Ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, ne, wo das ist, wo das liegt. Wieder im Norden. Also es scheint ein Schneegebiet zu sein. Mal gucken. Ja, Nummer hat er auf Giso hören sollen. Der Einsiedler ist völlig irrsinnig. In dieser Wüste kann doch nichts Wertvolles sein. Ich bin mit Gisur aufgewachsen. Sobald er sich entschieden hat, bringt ihn nichts mehr davon ab. Aber die Ischir müssen aus diesem Grund hinter den Tris her sein. Vielleicht finden wir hier die Antwort. Naja. Schauen wir mal. Also, genau, zu meinen Veränderungen. Das zeige ich euch nochmal schnell. Also, ich habe jetzt einen besseren Bogen. Also, vorher hatte ich so 20 Schaden, ne? Und jetzt habe ich 30. Und Bram hat ein neues Schwert wieder mal bekommen. Ja, der Bogen hat, genau, Moment, der Bogen hat auch einen schönen Namen, ne? Der nennt sich, Moment, was ist denn Alrik hier? Firestarter, ne? Das ist doch ein bestimmter Songtitel aus den 90er Jahren, ne? Von The Prodigy, wer die noch kennt. Die Älteren meiner Zuschauer werden sich an die vielleicht erinnern. Ich glaube, die Band gibt es aber immer noch, ne? Also Prodigy. Ja, also macht gewaltig Schaden. Feuerschaden und Giftschaden, also ist richtig cool. Und in Kombination mit dieser Fähigkeit verspreche ich mir einiges von. Dann habe ich jetzt ausgewählt anstatt Rebirth. Na, ich hoffe mal, ich werde es nicht bereuen, weil die Wiederbelebung war ja auch ganz praktisch. Also hier innerhalb eines Bereichs um den Ritter regenerieren alle Verbündeten 14 zusätzliche Gesundheit. Und erhalten Armor Boost. Ja, das ist natürlich cool. Ja, und das ist damit auch gestiegen, ne? Unsere Fluchfähigkeit, also damit, ja, nehmen die jetzt noch mehr Schaden, wenn sie verflucht werden. Hier ist die Musik auch sehr schön, fällt mir gerade auf. Genau, also einen neuen Bogen für Alrik und einen neuen. Ach so, einen neuen Schild auch für Bram. Genau, ein neues Schwert und einen neuen Schild. Ja, das war sehr teuer. Deswegen konnte ich leider meine anderen Partymitglieder nicht weiter ausrüsten. Ich konnte nur ganz normal aufsteigen. Moment, bin ich überhaupt mit allen aufgestiegen? Das ist ja auch die Frage. Ja, also hier ist. Ups. Hier ist nirgendwo ein Plus zu sehen. Genau. Ja, Sven hat jetzt auch die Fähigkeit, genau, das ist auch noch neu. Na, wenn das Sivinia ist, ja, das ist auch ordentlich, ne? Todesstoß. Mit 45% zusätzlichen Schaden. So, aber jetzt geht's los hier, ne? Jetzt machen wir mal weiter. Erkundet den Krater, also das ist unser einziger Auftrag hier. Das scheint so eine Art Steppe zu sein. Also für eine Wüste ist es ja dann doch, naja,
ist die Vegetation ja doch zu üppig, würde ich mal sagen. Vielleicht haben wir wieder ein paar Steine, die wir umdrehen können. Ja, wir werden sowieso jeden Stein hier umdrehen, ne? Keine Frage. Mal sehen, wie groß das Gebiet ist. Also noch sieht man ja nicht viel. Ich finde es natürlich cool, dass die Gegenden auch so abwechslungsreich sind, ne? Das ist schon nicht schlecht. Also hier ist, hat offenbar Tauwetter eingesetzt. Und das sieht man im Ganzen auch an. Ja, hier ist aber, hier scheint wirklich nichts weiter zu sein. Hä? Kleiner Bug am Rande. Ich dachte, hier wäre was verborgen gewesen, ne? Aber ist ja nicht The Witcher. Bei The Witcher, da findet man öfter mal was in ausgehöhlten Baumstämmen. Haben irgendwelche Leute Gold deponiert, warum auch immer. Wahrscheinlich für schlechte Zeiten. Ach, hier können wir auch... Ach so, hier ist so eine Art Pfad. Moment, habe ich hier jetzt alles? Ja, hier ist ja nichts weiter, ne? Nicht, dass ich manchmal eine Truhe übersehe, das wäre natürlich doof. Weil gerade einige Ressourcen, die kosten richtig Geld, also einige Rohstoffe. Moment, freie Kamera habe ich jetzt gar nicht... Oh, was ist das denn? Mir schwant nichts Gutes, Leute. So eine Art Elementargegner oder so. Oh ja. Oh, die sind natürlich gebufft mittlerweile, ist das hier Standard. Und machen richtig Schaden, ne? Boah. Dauert auch ein bisschen, bevor die tot sind. Ich will mal speichern. Ist mir jedoch zu unheimlich. Dieses komische Element. Dieser Elementar, der sich hier... Oh, es scheint da verschwunden zu sein. Also die scheinen nur gelegentlich aufzutauchen. Ach, die Musik, ey. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Ne? Das ist doch einfach mal genial. Und wie gesagt, ne? Zwei Leute um dieses Spiel programmiert. Ja. Ich denke mal, das ist es wirklich wert, dass man das immer mal wieder erwähnt. Und, ah, das ist was Grün. Ne, das ist das Teil. Das ist das Teil. Ne? Das scheint da irgendwie zu patrouillieren. Ach so. Da hätten wir sowieso nicht runtergekonnt. Naja, der Weg ist ja mal recht linear, ne? So, aber Truhen scheinen hier nicht versteckt zu sein. Würde auch nicht passen so recht in die Landschaft, ne? Die scheint ja doch sehr verlassen zu sein. Also eine Einöde, wenn man so will. Ne, hier kommen wir nicht runter. Hm, warum sollten... Konnten wir denn hier lang gehen? Also wenn hier nichts ist... Hm. Hier ist wirklich nichts, ne? Gar nichts. Hm. Oh Gott. Oh Gott, zwei von denen. Hm? Greifen sie an? Die scheinen nicht anzugreifen. Aber vielleicht, wenn wir uns bei den Teilen zu nah aufhalten, dass wir den Schaden nehmen oder so. Das könnte natürlich sein. Also, hm? Naja, hier hätte ich auch runtergehen können. Aber hier ist echt nichts. Na, hier sitzt ja. Hm. Na denn? Oh ja, macht richtig Schaden. Aber das kann man scheinbar nicht bekämpfen. Ist ja doof. Da müssen wir einfach nur ausweichen. Also die machen Elektroschaden auf jeden Fall. Eieiei. Und dennoch Gegner zusätzlichen, das ist ja hart. Ach, da sind noch ein paar. Weg hier! Oh. Okay. Warum kann Bram jetzt seine Fähigkeit nicht einsetzen? Ah, jetzt kann das wieder. Ach, ich liege. Ach, deswegen. Na also. Ui. Hm.
Okay, also angesichts... ich weiß nicht. Also hier gibt es ja eher weniger richtige Gegner als diese komischen Elementare. Na, vielleicht nehmen die immer denselben Weg, dass wir uns das merken müssen. Oh, schnell sind die. Oh, das ist noch so ein Teil. Oh, ich weiß nicht, ob die uns folgen. Schon so ein bisschen seltsam hier. Ah, hier ist ein Stein. Aha, hier ist eine Meeresmuschel. Okay, macht Sinn, ne? Aber ich habe gesehen, da ist das Meer weit und... also relativ weit entfernt. Sie ist ein böser Ort. Sie? Yvonne. Hat mir jemand zugehört? Nein, natürlich nicht. Ich wollte niemals hierher kommen. Ich habe doch gesagt, dass es keinen Grund gibt, sich an Agrab niederzulassen. Sich an... in, meinst du wahrscheinlich. Hat mir jemand zugehört? Also, dann wiederholt sich der Text, okay. Katrina, geht nach Hause. Ach, da müssen wir rein, oder wie? Ah, Leo, mit dem. Der hat vielleicht was. Eure Kräfte sind nichts gegen die Agrabs. Ja, ja, gebe ich ja zu. Es wird euch mit seinem Fluch anstecken, oh nee. Ihr werdet um den Tod betteln. Ihr Magnikrieger sind totgeweiht. Seid, würde ich wahrscheinlich sagen. Ey, hier sind doch ein paar Rechtschreibfehler. Ne? Eure Kräfte sind, oder Tippfehler, sind nichts gegen die Agrabs. Ja, jetzt wiederholt sich das Ganze. Kommen wir hier rein? Anstatt die uns helfen, ja, uns irgendwie Rohstoffe zur Verfügung stellen oder dergleichen? Nein. Da malen sie hier nur schwarz. Schwarzmaler. Die kann ich ja gerade gebrauchen. Motiviert mich doch mal ein bisschen, ne? Also hier geht's nicht weiter, ich muss runter. Oh, falls sie überlebt. Moment. Falls sie... oh, jetzt kann man so schlecht im Schnee lesen. Überlebt, töten wir euch beim nächsten Mal. Wagt es nicht, diese Verdorbenheit hierher zu bringen. Hm. Wahrscheinlich Betonung auf wir. Töten wir euch beim nächsten Mal. Die sind ja sehr sympathisch, die Leute hier. Okay, schneller. Nee. Nee, kommt mal rüber. Oh. Ein Schaden macht das, ja. Wahnwitzig. Hier muss man auch aufpassen mit dem Speichern. Wenn man im falschen Moment speichert, dann, ja, wenn man nicht mehr ausweichen kann, dann hat man ein Problem. Mach mal erstmal den dicken fertig hier. Ja, auf Speed können sie sich ja gerne buffen, hat kein Problem, man. Und so schneller sind sie tot. Schön ist das ja irgendwie, ja. So ein bisschen geheimnisvoll durch die Musik, ne? Also. Was für ein höllisches Ding! Moment. Was für ein höllisches Ding sollen wir für den Einsiedler hier suchen? Ein Trichstein ist harmlos. Ist ein Stein mehr nicht. Oh. Okay, werden wir ja sehen. Oh nee, das ist wieder so ein Ding. Geh weg. Ja, wir können es nicht bekämpfen, ne? Also ich kann es nicht anvisieren in irgendeiner Form. Oh fuck. Zwei von denen. Und denen macht es natürlich nichts aus. Geht's hier rein? Hier kommen die scheinbar raus, oder wie? Oh nee. Jo, und drei von den Dingern. Schnell, kommt hoch.
Rettet mich. Oh Gott, ey. Ist relativ fatal. Leider kann ich hier nicht weiter rauszoomen. Oh, hier treffen die sich alle. Mann, nicht so schrecklich. Aha, in den Höhlen scheinen die zu Hause. Ja, aber hier geht's da tiefer rein. Ach nee. Nee, nee, das ist. Ja. Nein. Erstmal hier hoch, oder? Wenn man das auf jeden Fall abstellen könnte. Mach den Lichtschalter aus. Von den Teilen. Die nerven wirklich, also das nervt total, ja. Ich meine, es ist ein interessantes Spielelement, keine Frage. Hier können wir scheinbar auch nicht rein und irgendwie die Höhle zerstören oder so, dass die sich irgendwann auflösen. Aber zumindest scheint das hier so eine Art Kraftquelle von den Dingern zu sein. Ich kann hier, na, das meinte ich auch in dem einen Part, dass ich nicht wirklich rauszoomen kann, je höher die Ebene ist, ne? Also je höher die Ebene ist, desto weniger kann ich herauszoomen. Und desto weniger Übersicht habe ich leider. Ich muss mal schon gucken, wo diese Dinger sind, ja? Also es geht nur den Weg nach... gibt hier nur den Weg nach unten. Oh, verdammt. Weg da! Ah! Scheiße. Wow. Kann man nicht hier runter gehen? Nee. Ich muss an den... Na, erstmal warte ich mal hier. Oh Gott. Schnell! Das ist natürlich krass, ne? Wenn das Spiel noch zusätzlich durch Gameplay-Elemente sozusagen erschwert wird. Wenn man das so nennen kann. Oh, das sieht da aus wie ein Friedhof oder so. Also mehrere Steine zumindest. Oder eine alte Tempelanlage. Aber auch wieder diese Teile da. Diese nervigen Dinger, ey. Die maskierte Frau Unjofik meinte, dass sie die Türen geöffnet und Monster herausgelassen haben. Persönlich traue ich ja niemanden, der eine Maske trägt. Aber so langsam kommen unseren Gefährten doch die Zweifel auf, ne? Ob das richtig ist, was sie hier tun. Wir werden es erleben, Leute. Wir werden es erleben. Naja, da gehen die immer rein und füllen sich scheinbar auf mit Energie. Na, dann gehen sie runter. Da kommt schon das nächste Teil. Oh nee, jetzt kommen wir auf uns. Oh, drei wieder. Also drei sind unser sicherer Tod. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Nicht gut. Ja, folgen wir denen einfach. Mhm. Oh, vier. Und mit dem anderen sind es fünf. Scheibenkleister, Leute. Oh, das war's. Bis gleich, Leute. Ja, schwierig, da vorbeizukommen. Die sind ja doch ziemlich nervig, diese Teile. Okay, erstmal zurück. Jetzt hat der Steinhaufen hier nichts hinterlassen. Vorhin auch nicht, ne? Ja, jetzt muss ich wirklich aufpassen mit dem Speichern. Also hier werde ich mal lieber nicht speichern. Die scheinen uns doch zu verfolgen irgendwie. Oh nee. Ja. Tja. Einfach mal die eine Wikinger-Fähigkeit aktiviere, die uns permanent heilt. Aber auch nur für einen kurzen Zeitraum. Ja, das war's. Ja, wie soll ich das machen, Leute? Keine Ahnung. Bis gleich. Ich muss mir was überlegen. Heftig. Einfach mal heftig, wie ich da vorbeikomme. Keine Ahnung, Leute. Zumal ich ja auf legendär logischerweise da auch mehr Schaden nehme. Weitaus mehr Schaden.
weiß auch nicht, inwiefern ich hier mit Heilen dagegen steuern kann. Einfach schnell durchrennen. Oh nee, wenn man sich hier nur irgendwo in Sicherheit begeben könnte. Und das abstellen könnte, ja. Also hier ist irgendwo einer. Oh nee, da kommen die hoch. Oh fuck, das war's. Scheiße. Die anderen wurden auch nicht wiederbelebt, ne? Ah, bis gleich, Leute. Hier muss ich irgendwas machen. Da kann man das vielleicht beenden. Mal sehen. So, ich glaube, wir müssen da einfach schnellstmöglich zu diesem Krater. Das scheint ja dieser benannte Krater zu sein. So, bin mir natürlich nicht sicher. Aber es reicht vermutlich, wenn ich da mit einem irgendwie versuche durchzurennen. Oh, das war der Rest meiner Bagage. Kommt hoch. Welchen Weg muss ich einschlagen? Den breiten? Boah. Ist das hart. Bis gleich, Leute. Okay. Oh, drei auf einmal. Ihr seid doch bescheuert. Ah, der eine kommt wieder in unsere Richtung. Kein Plan, wie ich das machen soll. Ember, ja. Das Feuer bringt uns ja auch nicht viel. Okay, schnell vorbeisausen. Ne? Tja, zu viele. Leute, zu viele auf einmal. Bis gleich. Tja, und wieder mal hier, Leute. Ah, es sind drei. Ich jag ihn erstmal so weit hinterher. Aber da kommen ja auch wieder neue. Ne? Ist ja nicht so, dass da keine mehr kämen. Ne? Wir müssen ihnen irgendwie versuchen zu folgen. Oh nee, da kommen ja schon wieder welche. Haut ab. Haut ab. Ah, hier in den Nischen können wir uns aufhalten. Was sind das für Viecher? Oh nee, die kleben denn an uns. Ah, die bleiben liegen. Da muss ich hin, dann habe ich es ja schon geschafft. Ich traue mich echt nicht, jetzt zu speichern. Ne? Ja. Hier sind sie langsam irgendwie. Aber wahrscheinlich, weil wir in der Nähe sind. Die wollen uns so gerne killen. Aber hier kommen sie nicht hin. Ah, gut. Das müssen wir uns merken. Hier ist eine Nische, wo sie nicht hinkommen. Warum auch immer. Aber sie halten sich dennoch gerne in unserer Nähe auf. Das scheint immer mehr zu werden. Gut, dass ich hier nicht gespeichert habe. Ich komme nicht ran an meine Leute. Denn je mehr Leute ich hier habe, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir da irgendwie hinkommen. Okay, kommt. Nein! Hier hoch. Okay, geschafft. Oh, okay. Es ist machbar. Was hat er gesagt? Das ist das Schlimmste, was ich je gestohlen habe. Die Höllentür ist durchgedreht. Lauf! Wie? Oh, nicht doch. Muss ich denn hinlaufen? Oh nein! Na geil. Es wird nicht leichter, Leute. Fuck. Ja, so viel dazu. Die sind noch hier. Jo.
Also jetzt haben wir, okay, jetzt dreht die Höllentür durch. Und mit den Teilen haben wir es jetzt auch noch zu tun. Tja, nur noch Alrik lebt. Ach, scheiße. Ah! Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ist automatisch gespeichert an der Stelle. Na, wir gucken mal. Oh nee. Okay. Er hat nicht automatisch gespeichert. Aber wir wissen, wie wir das, wie wir da hinkommen können erstmal. Das wissen wir. Wie wir wegkommen können, wissen wir leider noch nicht. Wo war denn diese Nische? Ach, da oben. Oh. Okay. Also wenn uns hier wirklich keins dieser Elemente was anhaben kann, dann kann ich speichern. Okay, ja, irgendwie muss es ja gehen, ne? Selbst auf legendär. Ich hoffe mal, ich meine, es waren ja nur zwei Leute, ne? Also, wie soll man da einen Test machen? Ich weiß nicht, ob es eine Beta-Testphase gab. Auf Steam. Aber, naja, bisher war es ja relativ reibungslos. Also jetzt gerade nach dem Patch auch, ne? Also vor dem Patch, da gab es so einige Probleme, gerade in Artori wohl. Ja, oder sind zwei. Leider kann ich nicht weiter rauszoomen. Das wäre hier wirklich hilfreich gewesen. Na, ich glaube, hier können wir auch hin. Und so müssen wir dann auch, denke ich mal, wieder zurück. Mhm. Ah, wenn es schon so... Okay. Oh, nee. Nimm ein Stück weg. Das ist zerbrochen. Okay. Dieses zerbrochen. Aha. Ja, jetzt sagen sie dasselbe. Gut, das kennen wir schon. Okay. Das ist wirklich Höllenkreaturen, ne? Da kommt. Born. Alrik. Aha. Also diese Meteoriten, die kündigen sich scheinbar an. Oh nein. Okay. Scheiße, weg. Oh nein. Wo sollen wir denn hin, vor allen Dingen, ne? Oh. Leute. Wo sollen wir hin? Aha, hier können wir auch hin. Wenn jetzt ein Meteoriteneinschlag kommt, dann... dann haben wir es wieder. Oh nein, Leute. Ah, da müssen wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen und das macht mächtig Schaden. Und Nikolas würde ich schon gerne mitnehmen. Ah, ui. Verdammt, bis gleich, Leute. Boah, ist das happig. So, ist nun die Frage, wo wir denn hin sollen, ne? Wenn hier alles im Chaos versinkt. Also. Hä? Hm? Also. Ja, ja. Kommen wirklich Kreaturen raus. Die wir vorher noch nicht in der Form hatten, ja. Hm. Hui. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre mit diesen komischen Auren. Ja, jetzt kann ich auch noch lesen, ja. Alles klar, Leute. Dass weiter nichts ist, ne? Oh ne. Und die Kreaturen.
Und wir müssen ganz nach oben, wie es aussieht. Oh, da kommt noch mehr raus hier. Scheiße. Oh, fuck. Oh, Leute, ist das hart. Ist das der Wahnsinn hier. Tja, wie soll man das hier schaffen? Ist der blanke Wahnwitz. Kommt hier lang, schnell. Was sind das für Untiere hier? Die sind auf jeden Fall äußerst lästig. Lässig? Lästig. Ja. Mir reicht das ja hier schon. War wirklich krass genug. Vielleicht kann man ihnen ja irgendwie Angst einjagen. Vielleicht können wir dahin uns ein bisschen schützen. Ja, gut. Das haben wir an der Stelle erstmal irgendwie gespeichert. Ich muss hier erstmal mich irgendwie in Sicherheit bringen. Aha, jetzt kam diesmal keine raus. Also ich weiß nicht, ob es Glück war oder Zufall. Wow. Aber aus diesen Höhlen, das müssen wir uns merken, da kommen diese Untiere raus. Ich glaube, es war einfach nur Glück jetzt, ne, dass jetzt nichts passiert war. Hä? Hallo? Achso, wie so ein Meteoriteneinschlag. Alter, ist das hart. Alter Schwede. Ja, wie gesagt, die reichen mir an sich schon. Und diese Höhlen werden wir natürlich schleunigst meiden. Gott, ich weiß nicht mal, wo ich jetzt lang muss. Die Orientierung ist so latent verloren. Ah, ja, hier muss man uns fernhalten. Oh nee. Ah! Ich hab doch da eingedrückt. Oh Mann. Ah, jetzt wird die Musik auch ein Stück mehr dramatischer, aber genial. Also die Musik ist hier wirklich mit das Beste. An dem gesamten Spiel. Diese Dramatik. Ich weiß nicht, was diese Viecher hier erzeugt. Vielleicht auch diese Meteoriten. Nichts hier weg. Einfach weg. Gut, jetzt wird es ein bisschen entspannter. Ah! Ich sag's noch, ja. Oh, und noch so ein Teil hinterher. Ja, das ist so fies hier. Ja. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Platz hier zu manövrieren. Damit wir ausweichen können, müssen wir jetzt zu den... Ne, zu den Leuten müssen wir, glaube ich, nicht. Oder? Ja, wir bringen sie zu euch. Oh, die haben sich schon verbarrikadiert. Sehr genial. Ja, das hatte ich eigentlich auch vor. Mir fehlte es nur an Holz und Knochen. Oder was auch immer ihr verwendet. Boah, schneller. Die werden auch noch schneller, die Dinger. Ja, wenn ein Teil mal so hin und her geht, dann war es das mit uns. Ah, jetzt können wir doch mal kurz speichern. Scheiße. Komm hoch. Komm hoch, Bram. Tja, wir haben wohl doch das Tor zur Hölle aufgestoßen. Eieiei. Die Götter, die Wikingerischen, die stehen uns bei. Die Nordischen meine ich, die Wikingerischen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ah! Nikolas. Ja. Oh, jetzt zwitschern die Vögel wieder. Hier ist die Welt wieder in Ordnung. Oh, wir haben es gleich geschafft, glaube ich. Hier ist es nicht mehr gefährlich. Oh, aber ich will es nicht beschreien. Na, wie oft war die Situation dann eine ganz andere? Das Spiel weiß zu überraschen, auf jeden Fall. An der einen oder anderen Stelle. Das sorgt natürlich für die nötige Dramaturgie.
Ja, wir müssen einfach nur diesen Meteoriten-Einschlägen ausweichen. Dann schaffen wir das auch. Gold habe ich ja diesmal gar nichts bekommen. Oh, geschafft. Wir müssen dieses Tri-Stück nach Winborg bringen. Und ja, nur mal sagen, dass der Einsiedler recht hat. Wenn die Aeshir unsere Tri in die Hände bekommt, werden wir untergehen. Na geil, man kann sogar in den Zwischensequenzen sterben. Denkst du, die Roten wissen, dass die Tris in Winborg sind? Ich weiß nicht, Bram. Hoffentlich nicht. Aha. Zurück in die Stadt. Das ist schön. Nichts weg hier. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal erstmal wieder kurz in Winborg wieder. Vielleicht geht's jetzt auch nach Winborg. Also wird der Kampf nach Winborg getragen, wie ich es ja schon einmal prophezeit habe. Mal sehen, ob sich diese Prophezeiung diesmal erfüllt. Also dann, lasst es euch gut gehen. Bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck.